Ich habe ein neues lauschiges Lieblingsplätzchen gefunden. Dass es Eisvögel an der Lafnitz gibt, das wusste ich, weil wir beim Baden immer wieder über solche gestoßen sind. Aber an der Raab, das war mir neu. Und jetzt stand ich hier jeden Tag und habe dort mein Mittagessen verspeist und konnte so viele unterschiedliche Vögel beobachten. Erst einmal eben den Eisvogel, sogar wie er auf einem Stein landet, dann blitzschnell abtaucht und mit einem kleinen Fisch im Schnabel wieder hervorschießt. Der Graureiher oder wie die Fischer oder Teichbesitzer beinahe schimpfend sagen, der Fischreiher hat mir auch mehrmals die Ehre erwiesen. Nur leider war es mir noch nicht vergönnt, ihn beim Fischen zu beobachten. Und nun ein bisschen uneitel, ich bin richtig stolz auf mich, dass ich den anderen Vogel sofort bestimmen konnte, obwohl ich ihn noch nie gesehen habe. Während meine jugendlichen Zeitgenossen auf dem Klo sicher Comics gelesen haben, habe ich meine Bestimmungsbücher durchgeblättert. Und deswegen wusste ich, womit ich es zu tun habe, nämlich eine Gebirgs- oder Bergstelze. Ich möchte euer Hauptaugenmerk auf sein Schwänzchen richten, also ganz Stelzenart, dieses Gewippe mit den langen Schwanzfedern. Aber bei ihm sieht es beinahe so aus, als hätte er, schrägstrich sie, eine Hydraulik unterm Hintern eingebaut, könne sich aufpumpen, um dann blitzschnell in die Luft zu schießen, um dort Insekten einzufangen. Also möchte ich gleich mein ganzes Material von meinen Jagdergebnissen auf einmal hier verpfeffern. Holt euch einen Tee, lehnt euch zurück und genießt mit mir gemeinsam die Natur.